Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Wir gehen hier gleich mal in den Shop rein und dann sehen wir sie. Oh, die Walküre ist zurück. Mega geil. Schaut es euch an hier mit diesen glühenden Augen. Und das Krönchen da oben drauf, hier unten der Totenschädel an der Seite sieht richtig fett aus. Die Handschuhe sind geil. Ach, das ganze Ding ist der Oberknüller. Knalle, 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 knalle. 10 von 10. Und natürlich auch da hinten hier diese Valkyrie Wings als Backpack. Hammer fettes Teil. Ehrlich, 10 von 10 kriegt die Valkyrie von mir. Dann schauen wir doch mal ganz kurz hier rein. Wie sieht es denn momentan aus? Wir haben 4,26 von 5 bei 43 Votes. Am 21. September 2018 sind es erstmal drin gewesen. Schon 206 Reminders. Und jetzt. Wow, da ist er. Na komm. Komm, mach Feuerchen. Mach Feuerchen. Ich liebe den Frostwing. Ich liebe den Frostwing. Für mich der geilste Gleiter dieses Spiels. Wirklich der geilste Gleiter dieses Spiels. Der Herr Sofort hat den ja sich geholt. Ich hab mir. Ich habe mir den DeLorean geholt. Aber der ist so geil. Der ist echt mega fett. Frostwing, glatte 10 von 10. Absolut sensationelles Teil hier. 10 von 10. Da gibt es für mich auch überhaupt gar nichts zu diskutieren. Das Ding ist mega. So, dann schauen wir mal rein. Wie sind die Bewertungen momentan 4,61 von 5 bei 72 Votes, 172 Reminders. Brutal, brutal. So, das war's dann hier aus diesem. So, was ist das? Ich finde den so schlimm. Ich finde den so grausam. Den Pufi-Parasil. Oh, das ist genau das Gegenteil. Ja, das sieht aus. Das sieht so scheiße aus, das Ding. Und deswegen kriegt von mir was Previews da. Jetzt lass mal gucken. Ja, da ist einfach nur das Zeichen da oben ein bisschen anders. Und Pufi-Parasil kriegt von mir. Oh, ich finde den schlimm. 1 von 10. Gefällt mir überhaupt nicht. So, was haben wir denn da für Noten? 3,5 von 5. Bei 10 Votes, 8 Reminders. Oh, ist gut angekommen, das Teil. Und dann haben wir hier den Growler. Ja, da oben haben wir noch das Preisschildchen dran. Ja. Nein, der Backpack ist ganz witzig. Er ist so ein klein wenig an so einen Alien-Verschnitt, ja. Der Growler kriegt von mir 6 von 10, würde ich sagen. Ja, 6 von 10 kann man mal machen. So, das Ding hat 3,22 von 5 bei 18 Votes, 46 Reminders, 9. November 2018 ist erstmal drin gewesen. Flapjacky! Gott. Ja, Flapjacky, soll das Strapse sein? Ja, Flapjacky, was soll ich dazu sagen? Flapjacky kriegt von mir auch 6 von 10. Ah, ja. So 3,29 von 5 bei 17 Votes, 109 Reminders. Dann haben wir hier Jack Spammer. Weiß ich überhaupt nicht, was ich mit diesem Ding hier anfangen soll. Keine Ahnung, ich gebe dem 5 von 10. Irgendwie sieht es ja ein bisschen besonders aus. 5 von 10. Jack Spammer, wo ist denn das Teil hier? Jetzt muss ich den erstmal suchen. Da ist er, der Jack Spammer. Oh, 3,83 von 5, aber nur 6 Votes.
Ja, du. So, dann haben wir ja dieses Leviathan-Bundle. Ich persönlich finde den Leviathan ja gar nicht so schlecht. Der Herr Sofort findet ihn scheiße. ich finde den ganz cool. Ist mal was anderes. Auch hier die Picke ganz nice. Auch der Gleiter ganz nice. Also insgesamt gesehen, wenn ich das Ding hier also ich finde, der Leviathan mit diesem Gleiter und dieser Picke. Wie hört sie sich denn überhaupt an? Hat schon 7 von 10 verdient. Ja, dann schauen wir doch mal, wie sieht's denn aus beim Leviathan? Gucken wir mal da rein. Leviathan. Ach so, das Bundle hat jetzt hier bis jetzt noch kein. Da müssen wir mal da direkt da drauf gehen, dann sehen wir es, glaube ich, besser. Leviathan hat 3,48 von 5. Okay. Was hat hier diese Global X? 4,6 von 5, ja. Und Planetary Probe? 4 von 5. Okay. Ja. Also. Durchwachsen, sage ich mal. Dann haben wir hier, jetzt kommen wir zu den Daily Items. Dann haben wir hier den Circuit Breaker. Finde, sieht jetzt, ich weiß, es ist eigentlich wieder No Skin. Aber ich finde, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Deswegen kriegt er von mir 6 von 10. Der Circuit Breaker. Und dann gucken wir mal, wie schaut es denn hier aus. Circuit Breaker. Ui, 4 von 5 bei 4 Votes. Was haben die da mit der Werbung gemacht? Das ist echt schlimm hier. Kann man kaum lesen. 18. Dezember 2017. Das erste Mal drin gewesen. 24 Reminders. Den habe ich mir sogar geholt. Den Laugh It Up. Ich finde den so geil. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in der Lobby gehört habe, habe ich gedacht, hier ist ein Esel. Hier ist irgendwo ein Esel, ja. Ich finde das Ding cool und von mir kriegt er deswegen, weil ich ihn auch so oft schon benutzt habe, 9 von 10. Hier hat er allerdings, hat Laugh It Up tatsächlich nur 3,1 von 5 bei 10 Votes. 59 Reminders. Ich finde ihn mega witzig. So. Dann haben wir die Night Owl. Die Picke. Und Night Owl bekommt von mir. Lass mich mal überlegen. Was gebe ich der denn? Night Owl bekommt von mir. 7 von 10. Bekommt die Night Owl von mir. Und hier haben wir 4,14 von 5 bei 7 Votes. Am 3. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 11 Reminders. So. Und dann haben wir den Facepalm. Hat sich der Herr sofort auch geholt. Den benutzt er auch relativ häufig, wenn er. Meistens, wenn mich irgendjemand finisht. Und er dann das komplette Team auseinander nimmt, ja, aus lauter Wut. Dann macht er meistens dann noch den Facepalm, wenn die noch dabei zuschauen. Ja, deswegen der Facepalm hat bei uns schon eine höhere Bedeutung, deswegen auch der Facepalm 9 von 10. Und da haben wir hier 4 von 5 bei 3 Votes. 22. Februar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 29 Reminders. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Scheiße, das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Geisch, oder Action mit dem Herrn Sofort oder mir und mir oder wie auch immer oder keine Ahnung. Ah, schaltet wieder ein.